Novena zur Mutter der Barmherzigkeit. Zweiter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Zweiter Tag. Wir beten für die Priester, Ordensleute und Gottgeweihten und empfehlen sie in besonderer Weise der Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Je mehr sie die Mutter Gottes der Barmherzigkeit in sich wirken lassen, umso mehr Seelen können sie der himmlischen Mutter zuführen. Wir wollen uns Maria ganz zur Verfügung stellen, um Träger ihrer mütterlichen Barmherzigkeit zu sein. Wir bitten die Mutter Gottes der Barmherzigkeit, Fürbitte einzulegen für die Priester, Ordensleute und Gottgeweihten. Möge der Heilige Geist sie mit den Gnadenstrahlen der göttlichen Barmherzigkeit durchdringen, damit sie ihre Sendung entsprechend dem Willen Gottes erfüllen. Mutter Gottes der Barmherzigkeit, du liebst auf besondere Weise alle Priester, Ordensleute und Gottgeweihten. Erbitte ihnen die Gnade, Werke der Barmherzigkeit zur Verherrlichung deines göttlichen Sohnes zu verrichten, damit er mit der Kraft seines Erbarmens durch ihr Wirken die Seelen an sein göttliches Herz ziehen kann. Hilf den Gottgeweihten, barmherzig zu sein in Gedanken, Worten und Werken. Barmherziger Jesus, sieh voll Erbarmen auf die Seelen der Priester, Ordensleute und Gottgeweihten. Lass sie erkennen, dass sie vor allem durch die Übung der Werke der Barmherzigkeit dein Erbarmen auf sich herabziehen und so zu einem Segen für die Welt werden. Um der Verdienste deines bitteren Leidens und der Schmerzen Mariens willen, erweise allen Gottgeweihten Barmherzigkeit. Gewähre ihnen die Gnade, Werkzeuge deiner Barmherzigkeit für die Rettung der Seelen zu sein. Amen. O Maria, öffne uns das Tor der Barmherzigkeit. Amen. Rosenkranz zur Mutter Gottes der Barmherzigkeit. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünde, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Erschaffer von Himmel und Erden und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist,
geboren durch die Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist und die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not. Denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme an Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Mutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen,
sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt dein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Quelle. Öffne uns. Öffne uns, gebenedeite Gottesmutter, das Tor der Barmherzigkeit, dass wir in der Hoffnung auf dich nicht verloren gehen, sondern durch dich befreit werden aus aller Not, denn du bist das Heil der Christenheit. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus, erbitte der Welt sein großes Erbarmen.
durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Durch deine Teilnahme am Leiden und Sterben unseres Erlösers Jesus Christus. Erbitte der Welt sein großes Erbarmen. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk. Quelle des Erbarmens, Gottesmutter. Würdige uns deines Mitleids und rette dein Volk.